Am Wochenende dreht sich alles um diesen Pokal. Der Areva U14 Cup sucht seinen diesjährigen Sieger. Im letzten Jahr triumphierte Borussia Dortmund, der Club wurde Zweiter. Am Samstag geht es um 11 Uhr mit den ersten Spielen los. 16 Teams nehmen teil, darunter Chelsea und Paris Saint-Germain. Die Auslosung hat kein geringerer als Markus Vollner vorgenommen. Er fungiert dieses Jahr als Pate. Bei 4 teilnehmenden Teams, Bayern, Dortmund, Nürnberg und Mainz, hat er schließlich schon selber gespielt. Ich kenne die Mannschaften, also die Vereine, und ich weiß, dass alle 4 Mannschaften eine hervorragende Jugendarbeit haben. Ich persönlich fand das immer sehr spannend, auf solchen Turnieren zu spielen, weil man sich einfach vergleichen kann mit den Top-Mannschaften in Europa, Jugendmannschaften, und einfach den internationalen Standard auch sieht. Es ist schon die 5. Auflage des beliebten Areva U14 Cups. In diesem Jahr dürfte das Turnier mit seinem hochkarätigen Feld wohl das Beste in dieser Altersklasse in Deutschland sein. Die Erfahrungen, die junge Spieler bei so einem Turnier machen, sind unbezahlbar, findet auch Markus Vollner und erinnert sich an seine eigenen Jugendturniere. Wir sind oft nach Italien gereist, haben da unsere Turniere gespielt, dann gegen den AC Mailand, Inter Mailand. Also es waren immer dann wirklich packende Duelle, und vor allem die Italiener sind halt schon in der Jugend sehr, sehr abgezockt, muss man einfach sagen, kann man auch ein bisschen was von lernen. Wir hatten aber auch in Amsterdam große Turniere und Rotterdam, das war einfach, da waren die Stadien meist auch voll, hat sehr viel Spaß gemacht, da war Barcelona dabei, und da sieht man einfach, wir haben damals gegen Barcelona übrigens gewonnen, 3-1. Es hat einfach Spaß gemacht, sich mit denen zu vergleichen und gegen die zu spielen. Noch ist es relativ ruhig am Pfalzner Weiher, doch es wird schon überall eifrig gewerkelt, damit am Samstag alles bereit ist. 2 Tage lang steht hier dann der Fußballnachwuchs im Mittelpunkt. Neben gutem Fußball gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm mit Funpark und Köstlichkeiten von Haxen Liebermann. Mehr Informationen zum Turnier, wie zum Beispiel den genauen Spielplan, findet ihr auf fcn.de.